Hey Formel 1 Freaks, es ist momentan eines der am meisten diskutierten Themen in der Formel 1. Was passiert mit dem zweiten Cockpit von Red Bull nach dem Vertrag von Sergio Perez oder vielleicht sogar noch während des Vertrags? Denn wir alle wissen, ein Vertrag ist heutzutage in der Formel 1 gar nicht mehr so wasserdicht, wie man sich das vielleicht denken mag. Und einer der heißesten Kandidaten für das zweite Red Bull Cockpit neben Max Verstappen ist Lando Norris. Und das hat jetzt wieder Dr. Helmut Marko bei Sport & Talk bei Servus TV bestätigt. Und Lando Norris auch selbst. Was die beiden gesagt haben und was sonst noch im Busch ist, das erzähle ich euch in diesem Video. Abonniert gerne den Kanal für regelmäßige neue Formel 1 Videos. Lasst uns die Formel 1 in Deutschland wieder relevant machen. Ich danke euch, bleibt bis zum Ende des Videos dran. Max Verstappen hat bei Red Bull einen der längsten Verträge, die es je in der Formel 1 Geschichte gegeben hat. Er ist nämlich noch bis 2028 dort unter Vertrag. Und Lando Norris, der hat von allen anderen Fahrern den zweitlängsten Vertrag abgeschlossen, nämlich bis Ende 2025 bei McLaren. Ist klar, die beiden Teams haben sich die beiden Juwelen in der Formel 1 momentan gesichert, Max Verstappen und Lando Norris. Man kann ohne Zweifel sagen, dass die beiden momentan zu den besten Fahrern auf dem Grid gehören, was die Zukunft vor allem betrifft. Ein Fernando Alonso oder so, wenn man den in die Wertung mit einfließen lässt, dann hat auch der ein Wörtchen da mitzureden. Aber wenn man die Zukunft betrachtet, dann sind die beiden ganz vorne mit dabei. Und deswegen wollen sich die Teams die beiden natürlich auch so lang wie möglich sichern. Dass Max Verstappen bis 2028 bei Red Bull fahren wird, das scheint momentan noch, ja, die beste Wahl gewesen zu sein, denn er ist ja schon im allerbesten Team momentan. Aber bei Lando Norris ist das nicht so. McLaren ist nicht ein Siegerteam momentan. Und jemand wie er, der so ein großes Kaliber an Fahrer ist, der möchte natürlich auch irgendwann mal in ein Team wechseln, wo er auch um Siege fahren kann. McLaren war einst ein tolles Siegerteam, aber momentan sind sie es eben nicht. Und es scheint auch so, als würde sich das in naher Zukunft nicht ändern. Und deswegen zieht es Lando Norris insgeheim auch weg von McLaren. Er hat ihnen zwar viel zu verdanken, wie er selbst sagt, aber er verdankt ihnen nicht, Zitat, sein Leben. Lando Norris hat Folgendes gesagt: Ich schulde McLaren viel, aber ich schulde ihnen nicht mein Leben. Ich hätte McLaren schon verlassen können, aber dann hätte McLaren wie 2020 und 2021 gut abschneiden können und jeder hätte gesagt, was für ein dummer Schritt. Ferrari ist im Grunde immer dicht gewesen, Mercedes ist im Grunde immer dicht gewesen, bei Red Bull ist immer eine Menge los, aber McLaren hat sich immer als beste Option erwiesen und deswegen bin ich noch hier. Ja, noch hier. Das heißt ja irgendwo indirekt, dass er schon zu einem anderen Team schielt. Und das hat er auch schon in einem anderen Interview mal gesagt, zu welchem Team er da speziell schielt. Und das ist Red Bull Racing. Denn da würde er gegen Max Verstappen antreten und damit gegen den besten Fahrer momentan. Und das ist das, was er sucht. Das ist eigentlich das, was viele Fahrer suchen, die einer Herausforderung sich stellen wollen. Auch George Russell hat betont, dass er, wenn er sich's aussuchen könnte, als nächstes gegen Max Verstappen antreten würde. Weil, wenn man sich mit dem Besten der Besten misst und da dann gut abschneidet, dann weiß man, dass man auch selber was kann. Und das wollen die Fahrer immer herausfinden. Und so auch Lando Norris. Er hat nämlich vor kurzem Folgendes gesagt: Das ist definitiv etwas, für das ich in der Zukunft offen wäre. Max ist wahrscheinlich einer der besten Fahrer in der Geschichte der Formel 1. Egal in welchem Auto er sitzt, er wird in der Lage sein, auf einem ähnlichen Niveau zu fahren. Vielleicht mit anderen Ergebnissen, aber auf ähnlichem Niveau. An diesem Punkt wäre es großartig, mit jemandem wie ihm zusammenzuarbeiten und gleichzeitig zu sehen, wo ich wirklich im Vergleich zu ihm stehe. Ich wäre offen dafür. Ich habe ihn neulich zu McLaren eingeladen. Wenn er irgendwann einmal kommen möchte, ist er herzlich willkommen. Ja, Lando Norris und Max Verstappen, die sind auch sehr gute Freunde, das weiß jeder. Die kennen sich schon ewig, seit 2012 oder 2013. Da hat Lando Norris gesagt, hat er ihn zum ersten Mal getroffen. Er hat natürlich vorher schon von ihm gehört, denn Max Verstappen war ein riesiges Hype-Ding, auch in seiner Junior-Karriere. Aber Lando Norris war immer ungefähr ein Jahr unter Max Verstappen und so sind sie erst in der Formel 1 gegeneinander gefahren. Aber sie haben sich, wie gesagt, schon vorher kennengelernt und er hat gesagt, Max war immer schon gut und das liegt jetzt nicht nur am Red Bull, sondern er hat in jedem Auto, in dem er bisher gesessen ist, immer performt. Und das ist auch der Grund, warum Lando Norris sich gern mit ihm messen würde, damit er auch weiß, wo er steht, ob er auch einer der Besten ist. Und das ist klar, dass das jeder Fahrer möchte. Auch Max Verstappen selbst hat betont, dass er Lando Norris gerne im Team hätte und dass sie gut miteinander auskommen. Er hat Folgendes gesagt: Wir kommen gut miteinander klar und er ist derzeit sicher einer der besten Fahrer. Ich bin sicher, es wäre spannend, gemeinsam ein Team zu bilden. Im Moment ist das unmöglich. Er hat einen langfristigen Vertrag bei McLaren unterschrieben. Das war vielleicht nicht so schlau. Ja,
Jetzt könnte man denken, ja, ist doch egal, ob der einen Vertrag hat. Er kann bestimmt da irgendwie rausgekauft werden oder es gibt bestimmt irgendeine Klausel. Aber man hat vor kurzem Zac Brown dazu befragt, zu diesem ganzen Lando Norris Wechselthema, und er hat gesagt, er gehört zu McLaren bis Ende 2025. Und da war er richtig strikt. Als man ihn gefragt hat, ob Lando Norris unverkäuflich sei, hat er mit korrekt geantwortet. Also das bedeutet, McLaren hat ihn sehr, sehr fest an sich gebunden und ihn ja auch schon seit 2017 unterstützt im Nachwuchsprogramm und dann 2019 in die Formel 1 gebracht. Lando Norris ist also schon sehr lang mit McLaren am Weg und die werden schon wissen, was für Klauseln sie da in den Vertrag mit eingebaut haben oder nicht. Sie hatten sogar damals, als Alpha Tauri bzw. damals noch Toro Rosso bei Lando Norris angeklopft hat und fast schon einen Vertrag mit ihm sicher hatte, die Option gezogen, dass sie ihn bekommen, denn da war irgendetwas noch drin in dem Vertrag, das McLaren erlaubte, ihn zu nehmen. Das hat Dr. Helmut Marko jetzt bei Sport & Talk bei Servus TV betont. Er hat gesagt, dass Red Bull bzw. Toro Rosso damals richtig Interesse an Lando Norris hatte und die waren sich fast schon einig, aber dann kam es eben noch zum Wechsel zu McLaren, weil diese Option noch da war und die gezogen wurde. Also, da sieht man mal wieder, dass Red Bull eigentlich schon Interesse an Lando Norris hat, und Dr. Helmut Marko hat auch in diesem Interview nochmals betont, dass Lando Norris super zu Red Bull passen würde, wenn er diesen verflixten Vertrag nicht hätte. Er hat sogar schade dazu gesagt, dass er diesen Vertrag hat, denn Lando Norris passt von seinem Charakter und von seiner Jugend und natürlich von seinem Speed sehr gut zu Red Bull. Das hat Dr. Helmut Marko öffentlich offiziell gesagt. Das heißt, von Red Bull Seite ist schon mal Interesse da. Und wie wir vorhin gehört haben, bei Lando Norris selbst auch. Er würde eben auch gern gegen Max Verstappen antreten. Und was bedeutet das, wenn der Fahrer will und auch das Team, dass es wahrscheinlich irgendwann dazu kommen wird? Jetzt momentan ist das noch sehr, sehr schwierig, weil einfach die Verträge noch da sind, aber irgendwann, spätestens 2025, wenn dann Sergio Perez Vertrag ausgelaufen ist, könnte es sehr gut dazu kommen. Und Sergio Perez Vertrag, darum ging es bei Sport & Talk bei Servus TV auch nochmal, dazu hat Dr. Helmut Marko gesagt, dass er bis Ende 2024 den Vertrag hat, aber dass man danach weiterschauen muss. Denn er sagt, Sergio Perez ist schon über 30 und seine Frau bekommt mittlerweile schon das vierte Kind von ihm. Das heißt, er ist in einem ganz anderen Lebensbereich als ein Lando Norris. Er hat ein ganz anderes Umfeld und demnach auch eine ganz andere Einstellung zu dem ganzen Thema Motorsport. Und deswegen muss man sich ab 2025 nach seinem Vertrag eben gut umschauen und die besten Optionen auswählen. Denn er hat auch nochmal betont, dass ab 2026 Red Bull ja mit Ford zusammen ihre eigenen Motoren baut. Und das wird nochmal ein ganz neues Ding und da braucht man eben die Besten der Besten. Er hat gesagt, momentan sind sie mit diesem Motor auf Platz 2, wenn die Spionagedaten passen, aber man kann das ja jetzt noch nicht eindeutig sagen. Er hat große Hoffnung, dass das sehr erfolgreich sein wird, aber die Fahrer müssen eben dann auch da sein und das Beste aus diesem Auto mit dem neuen Motor herausholen. Und da ist Lando Norris für ihn zumindest momentan derjenige, der am besten passen würde. Dr. Helmut Marko hat in diesem Interview auch noch einen kleinen pikanten Satz gesagt gegen Sergio Perez, in Anführungszeichen gegen. Er hat halt etwas über seine Herkunft gesagt, nämlich, dass er ein Südamerikaner ist und deshalb nicht so fokussiert ist wie jetzt ein Sebastian Vettel oder ein Max Verstappen. Er meinte, dass er eben dadurch Formschwankungen unterliegt. Aber da kriegt er jetzt gerade momentan einiges auf den Deckel, weil ihm wird Rassismus vorgeworfen und ja, dass man eben das nicht sagen kann, dass jemand ein gewisses Mindset hat, nur wegen seiner Herkunft. Und dann hat er dazu auch noch, ja, eigentlich das falsch gesagt, indem er Südamerikaner gesagt hat, denn Mexiko liegt ja in Nordamerika. Und das ist auch noch etwas, was die Leute momentan ein bisschen aufregt. Aber das ist ja oft so, dass man bei solchen Themen, ja, mit Nationalität und so weiter, wenn man da in irgendwas Falsches sagt, dass man da dann eins auf den Deckel bekommt. Das wird sich auch widerlegen. Dr. Helmut Marko hat nochmal betont, dass es nur, ja, aussagen sollte, dass er halt mehr Formschwankungen hat. Aber ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall eine Sache noch zu Lando Norris und Red Bull, denn Jenson Button hat sich zu dem Thema auch zu Wort gemeldet, denn er hat ja Brown GP verlassen und ist dann gegen Lewis Hamilton bei McLaren angetreten. Und das hat er gemacht, um gegen einen der Besten anzutreten. Und so wäre es eben bei Lando Norris auch, wenn er dann zu Red Bull zu Max Verstappen wechseln würde. Und deshalb hat Jenson Button gesagt, dass sich das Lando Norris gut überlegen muss. Er hat Folgendes gesagt: Das Problem ist, dass man der Beste sein muss, um Weltmeister zu werden. Und genau darum ging es für mich, als ich Brown verlassen habe.
Ich dachte, ich muss zu McLaren gehen, weil ich gegen Lewis Hamilton fahren muss, der als der Beste angesehen wurde. Und ich denke, das ist es, was er entscheiden muss, was er tun will. Ich denke, wenn er klug ist, wird er sich für ein Auto entscheiden, das zu seinem Stil passt. Und ich denke, wir haben bei vielen Fahrern gesehen, dass der Red Bull nicht zu vielen Fahrern passt, abgesehen von Max. Er sitzt im Moment nicht in einem Auto, mit dem er gewinnen kann. Und das wird er wahrscheinlich auch nächstes Jahr nicht, glaube ich. Also muss er sich für 2025 woanders umsehen. Oder er setzt sein Vertrauen in McLaren. Sie haben Rennen gewonnen, sie haben Meisterschaften gewonnen. Und das kann sich wieder ändern. Solange er also in die Zukunft schaut und glaubt, dass sie als Team gut dastehen und es ihm Vertrauen gibt, sollte er dort bleiben. Wenn nicht, sollte er gegen Max Verstappen in dessen Team antreten. Ja, das war noch der Tipp eines Ex-Weltmeisters an Lando Norris und auch eines Ex-McLaren-Fahrers. Also, wenn Lando Norris auf irgendjemanden hören sollte, dann wäre es vielleicht Jenson Button. Wir müssen schauen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis das alles vielleicht ja, sich verändern wird, beziehungsweise ins Rollen kommt, wenn eben die ganzen Verträge dann langsam am Auslaufen sind. Aber vielleicht erleben wir auch noch ein Mega-Wunder, beziehungsweise einen Paukenschlag in der Formel 1, dass während der Saison noch irgendwas platzt mit irgendwelchen Verträgen und dann sich alles nochmal durcheinander würfelt und Lando Norris vielleicht doch früher in ein anderes Team kommt, als wir denken. Was ist eure Meinung denn dazu? Schreibt es mir noch gerne in die Kommentare, mich interessiert das sehr, ich lese immer fast alles. Ich danke euch fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge. Ciao!